glaube, ich habe der Mannschaft hat keinen Gefallen getan nach der ersten Minute mit dem Elfmeter. Tut mir unglaublich leid. Auch für die Zuschauer, die natürlich heute auch euphorisiert ins Stadion gekommen sind. Und ich versuche einen Stellungsfehler von uns, den wir beim Einwurf hatten, noch irgendwie auszumerzen. Aber will das natürlich oder macht das mit dem falschen Körperteil und die Hand hat da nichts verloren und deswegen glasklare Elfmeter. Und so war das Spiel für mich dann auch erstmal schlucken müssen. Aber ich glaube, wir haben dann trotzdem geschafft, eine sehr hohe Anzahl an sehr, sehr guten Chancen uns rauszuspielen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, den man heute sagen kann, dass Schalke die Chancen einfach eiskalt genutzt hat und wir einfach heute es nicht geschafft haben, die Chancen, die wir hatten, die wirklich sehr, sehr gut waren, dass wir die nicht genutzt haben. Und klar, dann gehst du hier als Verlierer vom Platz. Ja, also wie gesagt, am Spielerischen lag es heute sicherlich nicht. Wir hatten genug Chancen, wir haben uns genug Chancen herausgespielt. Schalke hat uns hier und da auch eingeladen. Leider konnten wir das auch nicht verwerten. Sonst hätte das Spiel heute auch ganz anders laufen können. Und es ist natürlich sehr bitter. Generell die letzten Wochen jetzt waren teilweise sehr enttäuschend, weil immer mehr drin war in den Spielen. Und wir letztlich oft dann unterlegen waren am Ende. Und ja, wir sind aber stark genug und selbstbewusst genug, da auch wieder rauszukommen und schon nächste Woche wieder 3 Punkte zu holen. Jetzt nicht den Kopf hängen lassen, müssen einfach dranbleiben. Ich denke, wenn man unter der Woche oder allgemein immer hart arbeitet, wird man irgendwann belohnt. Und diese Mannschaft arbeitet jede Woche Tag für Tag hart, wenn man sich das anschaut. Und von daher bin ich da mir sicher, dass diese Mannschaft auch wieder vollkommen wird. Was hast du den Jungs in der Halbzeitpause bzw. auch nach dem Spiel noch mit auf den Weg gegeben? In der Halbzeitpause habe ich gesagt, dass wenn wir so weitermachen, wenn wir weiter so aktiv sind, werden wir weiter noch Torchancen herausspielen und dann wird es auch möglich sein, dieses Spiel noch zu drehen. Mit drehen meine ich jetzt nicht unentschieden, sondern auch noch zu gewinnen, weil ich das Gefühl gehabt habe, wir sind körperlich sehr, sehr, sehr gut drauf. Das hat sich auch bestätigt, wir haben Möglichkeiten gehabt, wir haben sie halt nicht verwehrt. Und nach dem Spiel habe ich gesagt, das ist so wie es eben ist, wie wir es abgesprochen haben. Das heißt, eine Woche nach der anderen vorbereiten, abarbeiten und wenn was nicht funktioniert, gibt es nächste Woche jetzt dann in Hannover dann die Möglichkeit, das vom Spieler möglicherweise zu wiederholen und von der Ausbeute zu verbessern und dann wieder Punkte einzufahren. Und so heißt es, im Fokus von Spiel zu Spiel, wie man so schön sagt, draufzulegen und von 3x einen Abstand zu gewinnen, in kleinen Schritten, sondern das mit der Realität zu verbinden und auf die Punkte hinarbeiten, die wir auch machen werden.